Humusaufbau ist eigentlich was ganz Einfaches, denn das Bodenleben kann es von alleine schaffen, wenn der Mensch nicht zu viel stört. Allerdings, wenn man den Boden dabei unterstützen möchte, Humus aufzubauen, ist das Verständnis für das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis ganz wichtig. Und um das geht es im heutigen Video. Ein gesunder schwarzer Boden hat immer ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 9 bis 11 zu 1. Stabiler Humus, und das ist jetzt der Idealwert, von dem wir ausgehen, hat immer ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 10 zu 1. Also auf 10 Teile Kohlenstoff folgt ein Teil Stickstoff. Wenn jetzt im Boden ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von kleiner 9 ist, hat man verhältnismäßig einen zu hohen Anteil Stickstoff. Was passiert denn mit diesem? Dieser kann freigesetzt werden, weil er eben nicht in stabilen Humus eingebunden ist und es kommt auf einmal zur Auswaschung vor allem von Nitratstickstoff ins Grundwasser und in Form von Ammoniak in die Atmosphäre. Wenn man jetzt den umgekehrten Fall hat, dass das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis größer 11 ist oder sogar deutlich größer 11 ist, hat man verhältnismäßig zu viel Kohlenstoff im Boden für die Menge Stickstoff, die vorhanden ist. Was passiert dann? Der Boden möchte weiterhin stabile Humusverbindungen bilden und fixiert oder blockiert den restlichen Stickstoff, der noch im Boden vorhanden ist, für die Pflanze. Das Ergebnis davon ist schlechter, kümmerlicher Wuchs der Pflanzen, weil eben kein Stickstoff über den Boden frei wird und der Stickstoff für die Zersetzung und für die Aktivität des Bodenlebens dringend benötigt wird. Um euch ein Gefühl zu geben, wie viel Kohlenstoff und Stickstoff jetzt eigentlich nötig ist, um Humus aufzubauen, habe ich ein Rechenbeispiel für euch vorbereitet. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt einen Hektar 30 cm tief um 1% Humus anreichern. Schauen wir uns mal an, was das jetzt in Zahlen bedeutet. Ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter. Jetzt gehen wir in die dreidimensionale, 30 cm tief, ergibt ein Gesamtvolumen von 3000 Kubikmeter, das wir jetzt um 1% Humus anreichern möchten. Das spezifische Bodengewicht liegt im Durchschnitt bei ca. 1450 kg pro Kubikmeter. Bei Sandböden ist es geringer, bei Tonböden ist es dementsprechend mehr. Nicht umsonst spricht man von leichten und schweren Böden. Wir gehen jetzt einfach mal von einem Durchschnitt aus, 1054 Kilo pro Kubikmeter, ergibt 4.350.000 Kilogramm, die wir jetzt wiederum 1% anreichern möchten. Dieser 1%ige Humus hätte dann 43.500 Kilogramm und stabiler Humus besteht immer aus 58% Kohlenstoff und 6% Stickstoff und daher kommt auch dieses Verhältnis 10 zu 1. 58% Kohlenstoff von diesen 43.500 Kilo wären ca. 25.000 Kilogramm und 6% Stickstoff wären 2.500 Kilogramm. Das bedeutet, wir müssen 25 Tonnen Kohlenstoff und 2.500 Tonnen Stickstoff in unseren Boden einbringen, um 1% stabilen Humus aufbauen zu können. Wenn man jetzt diese Zahlen hört, muss einem eins bewusst sein. Mit Handelsdünger ist das zu erreichen vollkommen unmöglich. Schaffen kann man das nur durch organische Masse. Und diese kann man auch nicht in seine Obstanlagen oder in den Garten führen, von außen einbringen, denn auch mit Kompost sind diese Zahlen eigentlich nicht zu erreichen. Wichtig ist, dass diese organische Masse direkt am Standort, wo man Humus aufbauen will, wächst. Sprich, einerseits oberirdisch durch verschiedenste Begrünungspflanzen, aber auch unterirdisch durch die Wurzeln. Und in diesem Fall möchte ich ganz speziell jetzt die Rolle der Leguminosen ansprechen als Stickstoffbinder. Diese holen sich nämlich Stickstoff aus der Luft mithilfe der Knöllchenbakterien an den Wurzeln und können so den Stickstoff aus der Luft, die 78% Stickstoff enthält, in den Boden bringen. Spätestens dann, wenn man sich mit Kompostierung aktiv auseinandersetzt, kommt man an sowas wie einem Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis nicht mehr vorbei. Dazu habe ich jetzt die nächste Folie für euch. Ich habe jetzt für euch einige Werte Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisse vorbereitet, von denen es gut wäre, sie zu wissen. Hahn
egal ob von Mensch oder Tier, hat ein Verhältnis von 0,8 zu 1. Sprich, er ist extrem stickstofflastig. Deswegen wird mit ihm auch gerne gedüngt oder deswegen ist Harnstoff ein guter Stickstoffdünger. Grasschnitt hat ein Verhältnis von 6 zu 1, also immer noch deutlich unter 10, ist immer noch sehr stickstoffhaltig und deswegen wird er auch gerne zur Stickstoffdüngung verwendet. Allerdings muss man dabei jetzt aufpassen, wenn man Grasschnitt zu dick aufbringt, so dass man Luft schon wieder abschließt, kann durch diesen hohen Stickstoffgehalt der Grasschnitt auch schnell zu schimmeln beginnen, weil der Stickstoff diese Rotteprozesse anregt. Reifer Kompost hat dann schon ein Verhältnis von über 10 zu 1. Da bewegen wir uns ca. bei 12 bis 20. Hier wird nicht mehr viel Stickstoff frei. Der reife Kompost hat den Stickstoff schon gut eingebunden, hoffentlich stabile Humusverbindungen, die er ganz langsam wieder im Boden abgibt. Pferdemist mit Stroh beispielsweise hat schon ein sehr hohes Verhältnis, 50 zu 1, wegen dem Stroheintrag. Weißer Torf hat ca. 60 bis 100 zu 1, also auch extrem kohlenstofflastig. Und dann gibt es noch Ausreißer, wirkliche Extremwerte, wie zum Beispiel Sägemehl, das schon 200 bis 500 zu 1 hat. Was passiert jetzt, wenn man dem Boden ein ideales Milieu gegeben hat und dieser Humus aufbauen kann? Wenn man 1% Humus in seinem Boden hat, werden jährlich ca. 25 Kilogramm Stickstoff aus diesem Humus frei und verfügbar für die Pflanze. Sprich, wenn man 4% Humus in seinem Boden hat, hat man jedes Jahr einen frei gewordenen Stickstoff durch den Humusgehalt von ca. 100 Kilogramm pro Hektar. Wenn man also 4-5% Humus in seinem Boden hat, kann von diesem der Stickstoffbedarf der Pflanzen selbst bei hohen Erträgen vollkommen gedeckt werden. Auf eines muss man jetzt aber aufpassen, denn dieser frei gewordene Stickstoff wird nicht immer zur richtigen Zeit pflanzenverfügbar. Vor allem dann im Frühjahr, bei Marillen wäre das zum Beispiel klassisch um die Blüte bzw. die Tage nach der Blüte, wo ein sehr hoher Stickstoffbedarf besteht, könnte dieser nur aus dem Humus heraus nicht gedeckt werden. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, Begrünungen richtig zu managen und zum Beispiel zu mulchen, zu unterschneiden oder auch ganz flach zu schälen mit der Fräse, wie wir es in anderen Videos für euch schon beschrieben haben, verlinke ich euch an der Stelle oben in der Infokarte. Damit ihr ein Gefühl bekommt, die jetzt nicht selber Obstbauern sind, was eigentlich so ein Stickstoffbedarf pro Hektar und Jahr ist, habe ich für euch jetzt eine Empfehlung hier. Und zwar sind das die Richtlinien für die sachgerechte Düngung vom Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz. Und zwar haben wir hier, dass bei Apfelbirne für einen Ertrag von 30 bis 40 Tonnen 70 Kilogramm Reinstickstoff pro Jahr nötig ist. Für hohe Erträge über 40 Tonnen sogar 100 Kilogramm. Schauen wir es uns vielleicht auch noch an, weil ja Poisdorf das Marillenanbaugebiet ist. Bei Marille haben wir zwischen 10 und 15 Tonnen Ertrag eine Empfehlung von 70 Kilogramm Reinstickstoff pro Jahr und bei Erträgen über 15 Tonnen sogar 110 Kilogramm. Sprich, hier sind wir dann wieder in diesem Bereich 4-5%. 4% wären 100 Kilo, 5% wären 125 Kilo. Damit man jetzt dieses hohe Ertragspotenzial auch abdecken kann, braucht man eine intensive Gründüngung und eben ein Gründüngungsmanagement, im Idealfall mit Leguminosen, die den Stickstoff binden und in den Boden einbringen können durch die Hilfe der Knöllchenbakterien. Jetzt habe ich mit euch den Idealfall, also den Humusaufbau besprochen oder den Boden, der sich in der humusaufbauenden Biologie befindet. Es gibt natürlich auch das gegenteilige Beispiel, wenn Humus abgebaut wird. Und dafür habe ich auch eine Folie für euch vorbereitet. Also wie kommt es eigentlich zum Humusabbau? In erster Linie durch das Offenhalten eines Bodens, also keine aktive Begrünung zu haben, oder auch durch oftmaliges Bodenbearbeiten. Zweimal tiefes Pflügen oder 3-5-mal das flache Bodenbearbeiten reicht schon, um 0,1% Humus abzubauen. Wer vorhin gut aufgepasst hat, weiß jetzt schon, in 1% Humus sind 2500 Kilogramm Stickstoff gespeichert. Das ist auch der Wert, den man braucht, um 1% Humus aufzubauen.
Baut man jetzt ein Zehntel Humus ab, werden 250 Kilogramm Stickstoff frei. Das ist auch der Grund, warum nach einer Bodenbearbeitung oder durch das Offenhalten des Bodens oftmals Weingärten, Obstanlagen, vor allem bei Trockenheit sehr schön ausschauen, weil dieser Stickstoff als Wuchsstoff der Pflanze dient und das Wachstum fördert. Ein weiterer Grund, dass vor allem bei Trockenheit Obstanlagen nach Bodenbearbeitung schöner ausschauen, dass die Bodenbearbeitung die Kapillarwirkung im Boden unterbricht, sprich das Wasser aus tieferen Bodenschichten wird nicht nach oben transportiert, sondern wird im unteren Boden gehalten. Langfristig ist es aber unserer Meinung nach der vollkommen falsche Ansatz. Denn einerseits wird durch den Humusabbau zwar Stickstoff frei, aber man vermindert sich langfristig auch die Wasserspeicherkapazität. Denn 1% Humus kann 400 Kubikmeter, also 400.000 Liter Wasser speichern. Baue ich ein Zehntel ab, habe ich automatisch eine verringerte Wasserspeicherfähigkeit von 40.000 Liter Wasser pro Hektar, die dann meinen Pflanzen nach Niederschlägen auch nicht zur Verfügung stehen können. Oftmals ist es dann so, dass Böden mit geringem Humusgehalt, vor allem dann auch noch, wenn sie offen gehalten sind, nach Gewittern sehr stark verschlemmen, das Wasser gar nicht tiefer als 2-3 cm in den Boden eindringt, oberflächlich abrinnt und dann Straßen überflutet sind, Erde abgetragen wird, vor allem wieder Humus aus den oberen Bodenschichten abgetragen wird und eigentlich kaum Wasser aus den Niederschlägen direkt am Acker versickert. Wer also langfristig Humusabbau betreibt, nimmt sich einerseits selbst das Wasser aus dem Boden, auch wenn eine Begrünung kurzfristig natürlich Wasser kostet. Jedes grüne Blatt transpiriert auch Wasser, vor allem an heißen Sommertagen ist es dann stark zu merken. Das oftmalige tiefe Bodenbearbeiten ist aber unserer Meinung nach der falsche Weg, sondern dann kann man in Obstanlagen beispielsweise wieder durch das flache Unterschneiden einer Begrünung oder durch das flache Schälen auch hier die Kapillarwirkung unterbrechen, aber die Wurzelmasse im Boden belassen und somit auch die Bodenstruktur nicht stören. Das ist auch besonders wichtig für das Bodenleben, für die Biodiversität, denn diese ist langfristig für ein gesundes Pflanzenwachstum und den Humusaufbau etwas ganz Essentielles. Wenn man also langfristig Humus abbaut, kann es regelrecht zu Wuchsdepressionen einerseits durch zu wenig Wasser im Boden führen, durch zu wenig Biodiversität im Boden führen. Diese Wuchsdepressionen merkt man dann ganz besonders stark durch Nachbauerscheinungen, also wenn man dann die zweite Generation an Pflanzen in seinen Anlagen hat. Dazu haben wir auch schon ein eigenes Video für euch gedreht, verlinke ich euch an dieser Stelle wieder. Diese Wuchsdepressionen können aber nicht erst im Nachbau, also bei Nachpflanzung ein und derselben Obstart auf denselben Standort beobachtet werden, sondern sind auch schon während der Standzeit der ersten Pflanze in einer Dauerkultur verfolgbar. Regulieren kann man das nur durch eine breite Wurzelvielfalt, denn jede Pflanzenart, jede Gattung hat spezifische Wurzelausscheidungen. Sprich, die Pflanzen nehmen nicht nur vom Boden auf, sondern geben auch wieder viel zurück. Und Nachbau, diese Wuchsdepressionen können nur reguliert werden, indem man schon während der ersten Anlagenstandzeit ein möglichst breites Spektrum an Pflanzen in seinen Anlagen hat und so durch Monokulturen vermeidet. Fassen wir also nochmal ganz kurz die Eckdaten zusammen. Für 1% Humusaufbau sind 25 Tonnen Kohlenstoff und 2,5 Tonnen Stickstoff nötig. Will man jetzt aktiv Humus aufbauen, kann das dazu führen, dass kurzfristig Pflanzen sogar ein etwas vermindertes Wachstum zeigen, weil eben Stickstoff gebunden wird, um neue stabile Humusverbindungen zu bilden. Allerdings langfristig ist es absolut förderlich, einerseits für den Boden, aber auch für die Pflanzen selbst. 1% Humus lässt jedes Jahr ca. 25 Kilogramm Stickstoff frei werden, was es uns erlaubt bei 4-5% Humusgehalt im Boden eigentlich den gesamten Stickstoffbedarf der meisten Kulturen selbst bei hohen Erträgen abzudecken. Wenn jetzt dazu auch noch ein aktives Begrünungsmanagement kommt, kann man es so schaffen, dass überhaupt kein Handelsdünger mehr nötig ist, um hohe Erträge auch in Top-Qualität zu erzielen.
Wenn man jetzt aber langfristig Humus abbaut, vor allem durch oftmaliges Bearbeiten des Bodens, ist das regelrecht Raubbau am Boden und daher kommt auch der Spruch reiche Väter, arme Söhne. Denn die Väter haben durch den Humusabbau, der sehr viel Stickstoff frei werden lässt, gute Erträge, gesunde Pflanzen, zumindest sehen sie so aus. Die Söhne allerdings haben dann wieder die Arbeit, denn diese müssen den Humus wieder aufbauen, der dann die Pflanzen langfristig auch mit gesunden Nährstoffen versorgen kann. In diesem Sinne, ich hoffe, wir haben euch wieder ein neues Puzzlestück zum Verstehen des Bodens mitgeben können. Es ist ein unheimlich komplexes Thema, deswegen bitte diskutiert es unbedingt in den Kommentaren mit, teilt euch eure Erfahrungen mit uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte auch ein Like da. Und in diesem Sinne, schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Poisdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.